Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir zwei Dinge zeigen. Zum einen habe ich einen Mini-Chiquelle-Haul für dich. Da habe ich 4 neue Teile zugeschickt bekommen und da habe ich eine kleine Info für Black Friday Week und so. Und ich habe heute den Adventskalender für unseren Postboten hier. Also, wenn du Lust drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Kommen wir erstmal zu meinem Mini-Chiquelle-Haul. Also Chiquelle ist eine wundervolle Modemarke, die ich entdeckt habe dadurch, dass sie mich angeschrieben haben. Ich habe so eine Kooperation mit denen, dass ich dann auch das ein oder andere Mal zum Testen zugeschickt bekomme. Und da es sich um Kleidung dreht, seht ihr das natürlich immer wieder in den Videos. Ich habe auch einen Code für dich und zwar mit dem Code BLACK35 sparst du 35% auf das komplette Sortiment von Chiquelle. Jetzt in der Black Friday Week, also Cyber Week, wie auch immer. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke dir alles, was ich dir jetzt zeige und den Shop an sich unten mal in der Infobox. Also, ne, klick dich rein und jetzt zeige ich dir mal kurz, was ich gerade zugeschickt bekommen habe. So, hier haben wir einmal eine von den Jeanshosen. Ich habe mir ja gesagt, ich möchte so ein bisschen auch mal diese High-Waist-Jeans, also die könnte man jetzt, sollte man wahrscheinlich auch, ne, noch ein bisschen höher ziehen. Die habe ich jetzt in Größe, ich glaube, 38 bestellt. Was ich halt so gut finde, ist zum einen, dass sie hier einfach, die sitzt richtig, richtig gut. Ich müsste da jetzt theoretisch noch einen Gürtel machen, weil sie mir ansonsten etwas weit wäre. Und ansonsten sieht die am Poppes auch gar nicht mal so verkehrt aus. Und ja, unten ist die jetzt halt so ein bisschen abgeschnitten quasi. Das finde ich ganz interessant. Das ist quasi auch, ja, knöchelfrei, ne? Hose Nummer 2 ist auch wieder eine Jeans, die tatsächlich auch wieder High-Waist ist. Also sie geht mir hier bis zum Bauchnabel, ganz genau exakt bis zum Bauchnabel. Und ja, auch die sitzt sehr, sehr angenehm. Also die wärmt einfach auch die Nieren, ne? Ich glaube, das ist das Gute an diesen High-Waist-Jeans, aber die würde ich dann tatsächlich eher im Winter tragen und weniger dann im Sommer wahrscheinlich. Aber ne, das ist halt wahrscheinlich auch Gewöhnungssache. Genau, hinten sieht die auch ganz okay aus. Also die macht meiner Meinung nach einen flachen Hintern, um das mal so zu sagen. Die ist auch wieder so eine Ankle-Jeans, also quasi, ne, ist nicht bis noch ganz unten, wow. Aber halt nicht abgeschnitten, sondern halt mit einem richtigen Bündchen. Ja, von der Farbe und von der Qualität her, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die ist mega geil. Also das gefällt mir auch, dieses bisschen rausgewaschene finde ich richtig klasse und sie fühlt sich schön an und ist auch einfach bequem, ne. Auch die wieder in Größe 38, glaube ich, habe ich die mir ausgesucht. Ja, hier habe ich jetzt ein Kleid an. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin zu blass dafür, ne? Ich finde das total süß. Das hat hier so einen Gummizug. Das ne, hat hier diese Schleifchen, die ich echt schön finde. Aber ich glaube, die Farbe ist nichts für mich. Ja, ich finde diese Puffärmelchen total niedlich. Also ich kann mir das super vorstellen, dass ich das so im Video tragen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch draußen so tragen würde, ne? Von hinten hat das hier so einen Schlitz. Also da scheint der BH durch. Ich habe extra mal einen knallroten BH angezogen und wie du siehst nichts. Also es ist jetzt auch von der Stoffdicke her echt gut, dass es halt nicht durchscheint oder sowas, ne? Das finde ich echt toll. Und von der Länge her ist es gewagt, würde ich mal so sagen. Also, ne, das ist, hier wäre mein Knie und hier hört das Kleid auf. Es ist schon recht kurz, ne? Also bücken brauchst du dich damit nicht. Ich habe jetzt hier natürlich eine Hose drunter. Da siehst du alles, ne? Es müsste jetzt auch in Größe M sein, also ich finde es irgendwie süß, aber irgendwie traue ich mich nicht, weil ich irgendwie zu blass damit aussehe. Mein Freund hat auch gesagt, dass es ne, zu blass für mich ist quasi oder dass ich zu blass für das Kleid bin. Da weiß ich jetzt echt nicht, ich weiß es noch nicht so genau. Ja, und das ist das Kleid, was du ja eben schon am Anfang gesehen hast. Das finde ich schon sehr erwachsen, ne? Also das lässt mich auch sehr erwachsen aussehen, jetzt gerade so mit roten Lippen und den hohen Haaren. Das ist natürlich mal so eine ziemliche Ansage. Ich bin normalerweise kein Fan von Rollkragenpullovern. Das heißt, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil das liegt echt eng an. Und an sich, das Kleid hat einen richtig schönen Stoff. Also das muss man wirklich sagen, die Qualität von Chiquelle ist ja immer bemerkenswert, ne? Es macht große Hupen, um das mal so zu sagen, ne? Also das betont die ganze Geschichte sehr. Es betont auch die Figur. Man muss es nur mal gerade machen, um das richtig zu haben. Du kannst es natürlich mit einer Jeans drunter tragen, so wie ich das jetzt habe. Oder einen Leggings oder, keine Ahnung, eine Strumpfhose. Das ist ganz entspannt. Es ist nicht zu dick vom Stoff, aber auch nicht zu dünn. Also das ist so ein richtig schönes Herbst-Winter-Übergangskleid. Und die Armlänge, ich muss es immer wieder sagen, die passt bei Chiquelle einfach bei mir wundervoll. Wenn ich Größe 38 oder Größe
Klasse M nehme, 1A. Sonst habe ich da echt Probleme mit. Es ist wirklich ein hautenges Kleid. Ne? Also das muss ich wirklich sagen. Ich steige mal eben auf den Stuhl. Das ist ja immer so meine Erhöhung. Auch von der Länge her sind wir hier sehr gewagt unterwegs. Aber da es halt wirklich eng anliegend ist, wird es dir jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, wohin rutschen oder sonst irgendwas. Das heißt, es ist definitiv etwas, was ich auch im Büro tragen kann. Und wo ich mich auch wohl und angezogen drin fühlen würde, wenn ich jetzt halt unten drunter halt auch irgendwie eine Hose oder sowas drunter ziehe. Ist halt eh kein Problem, ne? Ja, vielen, vielen Dank an das liebe Team von Chiquelle, dass ihr da mit mir zusammen diese Kooperation macht und dass ich mir so wundervolle Kleidungsstücke aussuchen darf, denn ich finde sie echt cool. Also das verleitet mich halt auch tatsächlich so ein bisschen dazu, ein bisschen modischer, ein bisschen moderner zu sein. Ansonsten bin ich ja sehr basic unterwegs. Ja, mit diesem Kleid fühle ich mich gerade auch schon ziemlich weihnachtlich, um ehrlich zu sein. Jetzt auch so mit den roten Lippen und so. Das ist schon cool, oder? Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Kann ich euch nur empfehlen und ans Herz legen. Das ist bezahlbare Mode. Ich habe euch die Preise ja eingeblendet. Und es ist vor allem auch einfach mit 35% ein Schnapp. So, kommen wir zu Part 2 des Videos und zwar zu dem Adventskalender, den ich für unseren DHL-Boten gepackt habe. Der befindet sich hier. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, dass ich eine ganz besondere Beziehung zu unserem DHL-Boten habe. Der Mann, der rackert sich hier ja ab, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Aber er stellt die Pakete auch wirklich total zuverlässig zu. Er macht, also weiß ich nicht, es ist herrlich und ich finde, da darf man doch auch einfach mal Dankeschön sagen. Es gibt so viele, die immer auf diese Paketboten schimpfen und ich mache es ganz im Gegenteil. Ich bedanke mich bei unseren Paketboten, denn sie leisten wundervolle Arbeit. Das muss man wirklich sagen und gerade bei mir. Da kommt einiges an. So, ich habe als Vorlage bzw. ne, den Adventskalender, den ich befüllt habe, das ist der Depot-Adventskalender vom letzten Jahr. Den hatte ich nämlich von meinem Freund geschenkt gekriegt und da habe ich natürlich die einzelnen Boxen befüllt und den mache ich doch mal mit euch zusammen auf. Ich bin sehr gespannt, ob ich vielleicht durch diesen Adventskalender ihn auch so ein bisschen animieren kann, ein bisschen in meine Welt mit entführen kann und keine Ahnung. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt und ja. Zeige euch einfach mal, was ich mir so überlegt habe. Hier habe ich die Nummer 1. Und da starten wir mit einem Bartöl. Und zwar ein Skin and Beard Oil Farmers Nature for Men. Das ist dieses hier. Er hat einen leichten Bart, ne? Also er hat jetzt nicht so einen Vollbart oder so. Er hat halt irgendwie so ein ganz, was halt so modern ist. Und wenn er nicht weiß, wie er es anwenden muss, dann kann er mich ja fragen. Er kommt ja eh ständig vorbei. Dann habe ich hier die Nummer 2. Da habe ich ihm reingepackt von Ahava ein Roll-On Mineral Deodorant for Men, aluminiumfrei und mit totem Meersalzen. Ja, kannst du immer gebrauchen, ne? Und so viel, wie der hier schleppt und macht und tut. Hier haben wir die Nummer 3. Wir kennen uns jetzt natürlich nicht persönlich oder so, ne? Das ist halt einfach mein DHL-Bote. Kannst du nicht viel zu sagen. So, dann habe ich hier von Menu das Facial Moisturizer Lift. Ultra Concentrate, ja, das ist einfach eine Gesichtscreme mit 15 Millilitern. Ich finde, eine Gesichtscreme sollte jedermann in irgendeiner Art und Weise zu Hause haben und verwenden. Die Nummer 4 haben wir hier. Und da habe ich ihm reingepackt, Fisherman's Friend Pro Fresh mit Blueberry und grünem Tee für langanhaltend frischen Atem. Das sind die hier, das sind auch so Klassiker. Natürlich habe ich ihm auch so ein bisschen was zu naschen reingelegt, ein bisschen sowas, ne? Das ist halt so, weiß ich nicht. Fand ich ganz gut, ja. Die Nummer 5, da haben wir auch wieder was zu naschen drin und da habe ich ihm Merci Petits reingepackt. Da sind einfach Mercis drin, als kleines Dankeschön. Nikolaus haben wir hier. Und da habe ich ihm reingepackt von Rituals, The Ritual of Samurai, eine Rasiercreme, eine Shave Cream. Das ist diese hier. Ja, ne? Ich finde, Rituals gehört in jeden Adventskalender, egal ob für Männer oder für Frauen. Ist immer gut aufgehoben da drin irgendwie. Die Nummer 7. Da habe ich ihm eine Parfümprobe reingegeben und zwar von Boss The Scent. Das ist diese hier. Ich finde, dass das Parfüm unfassbar gut riecht und ja, warum nicht, ne? Kann er mal gucken. Aber es riecht einfach unfassbar gut. Die Nummer 8. Da habe ich ihm reingepackt einen Cleanser und eine Maske. Also so ein bisschen in meine Welt entführt, sage ich mal. Von Labserious Skincare for Men Oil Control Clay Cleanser and Mask. Also das ist quasi sowohl ein Reiniger für die Haut als auch eine Maske. Wenn du es einfach ein bisschen länger drauf lässt, dann ist es wie eine Maske. Da steht hier auch drauf. Ölregulierende Reinigungsmilch und Maske mit Ton. Ne? Genau, das reinigt die Haut. Tonmasken sind immer gut. Es sei denn, du hast Furztrockenhaut, dann ist es vielleicht nicht so gut. Nummer 9. Ja, da habe ich hier reingepackt von American Cook.
Da habe ich hier etwas für die Haare reingepackt von American Crew, und zwar das Fiber. Das ist ja so ein, ja, ne, Gel, wie auch immer, für die Haare, für besseren Halt und so weiter. Ich glaube, das war dieses, ne, ja, so eine Pomade halt, ne. Oh, die riecht so gut. Oh, so richtig, richtig zitronig, angenehm für Männer. Mega gut. Ich mag jetzt Zitronenduft für mich unter der Dusche zum Beispiel nicht unbedingt. Aber ich glaube, Männer stehen auf solche frischen Düfte. 10. Da habe ich wieder Merci Petits reingepackt. Mal wieder ein kleines Dankeschön. Und dann sind wir schon bei der Nummer 11. Da habe ich wieder was zum Naschen reingepackt. Und zwar von Walkers Salted Caramel Chocolate Chunks Shortbread. Oh, das schmeckt so gut, ne? Da waren zwei von in einer Foodbox. Eins davon habe ich direkt vernichtet. Und das andere konnte ich noch retten, bevor ich es aufgerissen habe. Und habe es hier mit reingepackt. Das ist echt lecker. Dieses Salted Caramel ist voll mein Ding. Und schon sind wir bei der Halbzeit. Da habe ich wieder was für Menü. Und zwar eine Shave Cream Ultra Concentrate. Genau, also dass du halt, ne, es ist eine Rasiercreme halt. Für Körper, für Haar, für Gesichtshaut oder so. Wo er so Bock drauf hat. Ja. Die Nummer 13 enthält ein etwas größeres Produkt. Und hier ist enthalten Style and Shape Putty. Und zwar von 31st State. Das sind hier 100 ml. Das ist für die Haare. So ein Styling Krams. 14. Hier haben wir wieder Merci Petits drin. Bisschen was zum Naschen. Die Nummer 15 ist wieder hier am Start. Und da habe ich wieder ein etwas besonderes Produkt reingepackt. Und wieder ein Bartöl. Men's Society Beard Oil Handmade Small Batch Production. Ja, das ist quasi eine Manufaktur mit kleinen Chargen hergestellt, ein Bartöl. Ja, bei Männern ist es immer so eine Sache, ne? Dann wiederholen sich natürlich manche Produkte, ne? Passiert. Die Nummer 16. Da habe ich von Primavera Naturkosmetik beruhigende Creme mit Manuka und Bio Boretsch. Genau, das ist eine Sensitivpflege für das Gesicht und das ist cruelty-free und vegan. Ich glaube nicht, dass ihn das groß interessiert, aber ne, fand ich auch ganz niedlich und so eine kleine Probegröße kann man gerne mit dabei machen, um das mal auszutesten. Darüber habe ich die Nummer 17. Und da habe ich ein Beard End Body Wash. Das ist, glaube ich, von Redken Brews with Crafted Malt, also mit Malz. Das riecht dann auch sehr männlich, sehr, ne, lecker. 3 in 1 Shampoo, Conditioner and Body Wash. Genau, ja. Die Nummer 18 haben wir hier. Und da haben wir wieder ein paar von den Merci Petits drin. Ein kleines Dankeschön zum Naschen. Hier habe ich die Nummer 19. Und da habe ich wieder was zum Naschen drin, und zwar Jelly Belly, the original Gourmet Jelly Bean mit 10 verschiedenen Geschmäckern. Dann haben wir hier die Nummer 20. Das ist von CMD Naturkosmetik, eine Rügener Kreide Gesichtscreme mit Original Rügener Heilkreide. Und ja, ne, einfach nochmal so zum Testen, was ihm so gefällt, was er verträgt. Ich weiß es ja nicht, woher soll ich das wissen? Ich habe mit ihm immer nur so ein bisschen Kontakt, wenn wir halt... Wenn wir die Paketübergabe und so haben. Du kannst ja nicht viel reden mit dem Mann. Der ist ja am Arbeiten, Leute. So. 21 habe ich hier. Und da haben wir wieder Merci Petits drin. So. Ein bisschen was zum Naschen. Nummer 22. Da habe ich ganz klein gefaltet eine Gesichtsmaske. Und die fand ich ganz cool. Skin Renewing Foil Mask. Das muss einfach sein, Leute. Award-winning British Brand. Das ist von Barber Pro. Und das ist einfach eine Gesichtsmaske mit einem Mann drauf. Und ja, das ist eine Gesichtsmaske. Ja, das geht nicht anders. Es muss eine Gesichtsmaske drin sein. Ansonsten wäre es nicht ein Claudi-Kalender, Leute. 23. Haben wir hier. Und dort ist enthalten von Skin Iceland ein Glacial Face Wash, also quasi auch wieder so ein bisschen Erfrischung und Gesichtswaschen, Gedönsen, dass man halt so ein bisschen Erfrischung reinbekommt. Nachdem man mal wieder 20 Pakete zu Claudis Welt gebracht hat, kann man sich auch mal was gönnen. Oh, ja. Jetzt haben wir die Nummer 24 und das ist natürlich ein Oschi. Kommst du nicht drum rum, nee, nee. Da habe ich ihm auch mehrere Produkte reingepackt. Darf es keinem erzählen, ey. Okay, einmal Salmix Halspastillen für die Stimme. Wohltun bei trockenem, gereizten Hals und Rachen mit Süßholz und Menthol aus japanischer Pfefferminze, Gluten- und Laktosefrei. Ne? Das sind einfach so Halspastillen. Und weil dann ja Weihnachten ist, von Johnny Walker Black Label.
war letztens in der Box mit drin, kriegt er jetzt, wird er sich bestimmt drüber freuen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was er zu dem Adventskalender sagen wird. Ich versuche ihm das tatsächlich am 30. November zu geben. Ich hoffe, dass da tatsächlich dann auch Pakete für mich ankommen, da bin ich sehr gespannt. Aber ich habe in letzter Zeit, doch, ich denke, da wird einiges ankommen, ne? Weil jetzt ist ja auch Black Friday und so weiter, da werde ich einiges bestellen und dann kommt garantiert was am Samstag an und dann kann ich ihm den Adventskalender übergeben. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram einmal teilen, wer es aufgenommen hat und vielleicht kriege ich sogar hin, dass er ein Selfie mit mir machen will oder so, dann kannst du den auch mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe schon geteasert und gesagt, ne, wann hast du denn wo mal so Urlaub oder, ne, dass ich mal so ein bisschen abchecken konnte, ob der überhaupt da ist. Jetzt an diesem Wochenende, wo ich das Video drehe, also am Wochenende vor dem, also quasi am, wann ist der denn jetzt hier, 23. November, so, hatte er leider Urlaub, das heißt, da konnte er das nicht von mir bekommen und ich war aber noch nicht ganz fertig mit dem Packen, aber ich habe ihm schon vorher gesagt, dass ich auf jeden Fall was für ihn hätte und ja, ich bin ganz nervös, wie er es aufnehmen wird, weil ich sowas echt noch nie gemacht habe, für jemanden wirklich so aus dem Nichts heraus einen Adventskalender machen, aber ich denke, er wird sich freuen. Das ist ja eigentlich auch die Geste und das Herz, was zählt, ne? Ja, schreib du mir noch mal gerne in die Kommentare, ob du schon mal sowas gemacht hast und oder ob du einfach mal vielleicht irgendwem in deinem Umfeld, der nicht damit gerechnet hat, einfach mal ein kleines Geschenk gemacht hast. Ansonsten wäre wahrscheinlich jetzt die Zeit, das vielleicht einfach mal zu machen. Ja, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!